Corona hat auch den Arbeitsmarkt in Deutschland auf den Kopf gestellt. Als Freie Wohlfahrt erwarten wir deshalb von der Bundespolitik, dass sie die Rahmenbedingungen schafft, um Erwerbslosigkeit weiterhin zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für die Menschen, die ohnehin schon einen schweren Zugang zum Arbeitsmarkt hatten, sei es aufgrund fehlender Qualifikation, einer Erkrankung oder Langzeitarbeitslosigkeit. Von der künftigen Bundesregierung erwarten wir deshalb, dass sie die Beschäftigungs- und Qualifizierungsinstrumente für Langzeitarbeitslose entfristet und ausreichende Mittel dafür zur Verfügung stellt. Auch Asylsuchende brauchen künftig einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt. Dafür sind ausreichende Finanzierungen für Sprachförderung und Arbeitsmarktqualifikationsmaßnahmen unerlässlich. Um Armut und Überschuldung vorzubeugen, muss die Politik künftig präventive und ausreichende Angebote im Bereich der Sucht- und Schuldnerberatung zur Verfügung stellen. Das sind nur einige wenige Forderungen der Freien Wohlfahrt an die künftige Bundesregierung zum Thema Arbeitsmarktpolitik und soziale Teilhabe. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie im Internet unter www.bagfw.de. Wie auch immer Sie zu diesen Haltungen stehen, gehen Sie am 26.09. auf jeden Fall wählen und gestalten so die Politik unseres Landes ein Stück weit mit.